Hello everybody, ich bin's wieder, April Twilight Princess. Willkommen zu einer neuen Folge meines Let's Plays The Horizon Zero Dawn. In dieser Folge werde ich euch alle Panoramen, alten Gefäße, Artefakte und Metallblumen zeigen, die man in dieser Welt finden kann. Aber dafür brauche ich erstmal unter Spezialobjekte die ganzen Karten dafür. Sonst wird es ein bisschen schwer mit zeigen. Aber es ist schön gemacht, dass man wenigstens Karten kaufen kann und die nicht wie die ganzen Daten finden muss. Jedenfalls fange ich mit den Panoramen an, dann die alten Gefäße, die Banu-Figuren und die Metallblumen. Shitstorm Tour Teil 9. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell ich konnte, aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Meinen Fokus einsetzen. Apokalypse-Dom, Tour Tag 7. Ich war 3 Monate aus der Klinik raus, als wir hier kämpfen waren. Wyatt ging früh schlafen. Also blieben nur die beiden wach, beobachteten die Perseiden. Danach, als wir über die Sterne und Weltraumtechnik redeten, wusste ich plötzlich, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Rotes Licht bedeutet Ärger. Ich hatte mir ein anderes Kennenlernen erhofft, aber du hast mir keine Wahl. Wer bist du? Möchte ich deinen Sohn befohlen haben, glauben, dass sie erfolgreich waren. Wenn du dich ihren Agenten in Sonnenfall zeigst, war deine Flucht sinnlos. Was weißt du über meine Flucht? Tag Wer war das? Als Wie konnte zusah, er durch meinen Fokus mit mir sprechen? Den Himmel stieg. Flammensäule unter sich. Nahmst du meine Hand, hast sie festgedrückt und gesagt, du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben.
Jedes Panorama erzählt eine Geschichte. Apoka Shitstorm Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Ich habe ein Panorama gefunden. Ich muss die Nachrichten noch zusammensetzen. Apokashitstorm Tour, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent, hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene über die Ära der menschlichen Luftmacht. Hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb. Thank you.
Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Shitstorm Tour Tag 6. Ich kam gerade aus dem Entzug, als wir uns das Spiel der Metallurgists gegen die Hearts Timor Wayforce ansahen. Das Emin-Trikot sah über deinem Sari ziemlich komisch aus. Hierher, um zu sterben. Aber anstatt mir in Wyatts Hütte eine Überdosis zu verpassen, ging ich im Wasser spazieren. Ich stand genau hier, als mir die Idee kam. Und in diesem Moment wusste ich, ich muss es tun.
sieht aus, als wäre ich sicher. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die Arten vergraben in der Erde. Hier, das Mädchen! Verderber. So viel zum Thema Sicherheit.
sieht aus wie eine von diesen Banuk-Skulpturen. Skulptur. Irgendeine Reliquie.
Die Alten haben sie nicht zurückgelassen. Faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Jetzt muss ich kämpfen. Thank you.
komm schon. Diese Blumen erschaffen. Zurück nach Meridian. Denn dort sind Händler, die alle Sachen abkaufen und ja, die möchte ich euch auch gerne noch zeigen.
ein. Aber zumindest habe ich dich nicht gelangweilt. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Na gut. Was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er-Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Für welche Rituale brauchte man die Gefäße? Sie wurden ganz sicher zusammen eingesetzt, immer in Sets. Manche Leute denken dabei an Teezeremonien. Andere glauben, sie enthielten einst heilige Öle und Essenzen. Aber ich glaube, dass man sie ausschließlich bei der Rasur seines Bartes benutzte. Eins für Wasser, eins für Seife und so weiter. Jede Flüssigkeit hat ihr Gefäß und wird majestätisch aufgetragen. Ein festes Ritual. Es ist atemberaubend. Aber welches Gefäß enthielt was? Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt weiterforschen. Und wenn es einfach nur Trinkgefäße waren? Trinken? Aus diesen herrlichen Töpferarbeiten? Sei bitte nicht albern. Du bist an den Alten interessiert. Mehr als interessiert. Ich studiere jedes Artefakt, das ich bekommen kann. Wegen meiner Forschungen bleibe ich am liebsten zu Hause. Ich kann nicht einmal mehr die Sonne ertragen. Ich weiß nicht, wie ich je eine Frau finden soll. Meine Familie drängt auf einen Erben. Oh, guck mich nicht an. Oh nein, 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 ich gucke nicht. Mein Vater hat nämlich schon eine Ehefrau für mich ausgesucht. Sie interessiert mich nicht. Ein Bruder könnte mir diese Last abnehmen. Und ich könnte mich nur um meine Gefäße kümmern. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Mal sehen, was drin ist in diesen Schatzkisten. Echt jetzt? Modifikationskiste? Und es ist noch nicht mal eine sehr seltene. Das ist maximal selten. Das ist ja mies. Naja, nächster Händler. Vielleicht hat der bessere Belohnungen. Das war der falsche. Und das war auch der falsche. Du suchst nach Artefakten? Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren. Es sind grobe Holzskulpturen von Anak, der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Ban-Ur verbannt wurde. Er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten, die ihn an seine Heimat erinnerten. Später stellte man seine Unschuld fest. Jetzt sieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich werde sie dir abkaufen, wenn du welche hast. Der König machte dich zur Gesandten der Banuk? Ja,
Ich habe Ban-Ur schon sehr oft besucht. Die Verak-Häuptlinge kennen mich. Ich helfe bei den diplomatischen Beziehungen mit Avard. Manche finden, sie sind ein merkwürdiges Volk. Aber ich komme mit ihnen gut zurecht. Man muss einfach nur am besten sein. Unabhängig von deiner Familie und deinem Geschlecht, ob Mann, ob Frau. Das Können wird respektiert. Die Herkunft ist völlig unwichtig. Ich sehe den Anreiz. Viele Karcher leider nicht. Alles, was sie nicht verstehen, ist rückständig oder wild. Fertig? Lass uns handeln. Komm wieder, wenn du Ban-Ur-Sachen findest. Das werde ich wohl kaum, das waren alle. Mal sehen, ob sie bessere Sachen dran hat. Oder ich nur wieder Modifikationskissen. Wetten, der dritte Händler hat auch nur Modifikationskissen. Also nichts gegen das Sammeln. Nett und wir haben der Frau ja geholfen, aber der anständige Lohn wäre auch ganz nett, wenn die mir auch was bringen. Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutiert. Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frag mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Sie ist aus Metall, wie eine Maschine. Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Diese Metallblumen, was ist das genau? Das weiß niemand. Aber es heißt, sie sprossen vor 20 Jahren, als auch die Maschinen verrückt wurden. Vielleicht waren es die Tränen der Sonne, der vielgesichtigen Gottheit, nicht wahr? Erst voller Zorn, dann kühl und geduldig. Vielleicht beweint er unser Leid, wenn sein Zorn ihn verlässt. Du sagtest, du warst Abenteurer. Oh ja. Die Adligen im Meridian lieben Blumen für Balkone und Gärten. Also zog ich los, mit Bogen und Speer. Die Suche nach den wildesten Blüten machte mich weithin bekannt. Weder Bandit noch Maschine konnten mich von ihnen fernhalten. Was ist passiert? Die Liebe, Schätzchen. Meine Geliebte machte sich immer Sorgen um mich. Jetzt besorge ich mir die Blumen von ungebundenen Leuten. Ist es das wert, so eingeschränkt zu sein? Natürlich. Freiheit ist süß. Doch die Umarmung meiner Theridine ist noch süßer. Ah, feilschen wir um diese wunderschöne Beute. Auf Wiedersehen, edle Nora. Jeder braucht doch einen Farbtupfer im Leben. Komm, lass uns drüber reden. Yeah, sind auch mal sehr seltene Sachen dabei. Und dann sonst nur Modifikationskisten. Was ist so toll an Modifikationen? Ich meine, man kann doch nur in jede Waffe maximal 3, in jedes Outfit maximal 3. Dass dir diese Ware nicht entgeht. Wie kriegt man dann so viele? Das ist doch vollkommen sinnbefreit. Naja, egal. Hast du einen Augenblick, Fremde? Nein, ich bin fertig. Ich habe euch jetzt alle Sammelobjekte, wo man sie hinbringen kann und was man dafür bekommen kann, gezeigt. Auch die ganzen Gespräche dazu. Und ja. Nein, können wir nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen rauf geben würdet, unseren Kanal abonnieren würdet und wenn ihr das tut, Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!